Herzlich willkommen bei Einfach Thermomix. Ich bin Benny und zeige euch heute den weltbesten Christstollen meiner Oma. Und es geht los. Hierzu benötigen wir Mandeln, Milch, Ei, Zucker, Hefe, Mehl, Butter, Salz, Rosinen, Orangeat, Zitronat, Rum, Marzipan und Puderzucker. 120 Gramm Mandeln einwiegen, ganze Mandeln mit Schale oder ohne Schale rein. Deckel drauf und Vollgas. Oh. 120 Gramm Milch, ein Ei, 80 Gramm Zucker, ein Würfel Hefe, 400 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter, weich in Stücken, eine Prise Salz. Los geht's. Es sieht wunderbar aus. Zerkleinerte Mandeln dazugeben, haben wir ja vorhin gemacht. 250 Gramm Rosinen, 50 Gramm Orangeat, Zitronat, 50 Gramm Rum. Ich könnte natürlich auch an der Stelle Rumaroma nehmen oder auch Orangensaft verwenden. Gerade wenn ich nicht möchte, dass meine Kinder oder sonst wer irgendwie einen Alkohol zu sich nimmt. Also da seid ihr schon frei. Hauptsache ihr habt die Flüssigkeit da drin. Nur mit der Flüssigkeit aufpassen. Also wirklich schauen, dass ihr bei 40 Gramm landet. Nicht zu viel, weil sonst wird der Teig auch einfach zu klebrig. Spatel einsetzen. Spatel rein. Vollgas und 2 Minuten. Einfach beim Teigkneten mit unterstützen. Es geht einfach darum, dass die Masse sich gleichmäßig darin verteilt. Ne? Schau dir das an. Das ist der Wahnsinn, oder? Hat es schön gleichmäßig alles verteilt. Das geben wir jetzt einfach hier rein. Abdecken und an einem warmen Ort stehen lassen. Hier drin ist es sehr warm. Deswegen bleibt er einfach hier stehen. 45 Minuten sind um. Weiter geht's. Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben. Hingehen, mal einen Spatel nehmen, bisschen anlösen und jetzt gehen wir einfach hin und werden das mit unserer Rolle einfach auf das richtige Maß bringen. 25 x 30 cm. Jetzt nehme ich meine Marzipanmasse, zwischen die Hände nehmen, ein bisschen kneten, dass man einen schönen Ball hat. Backpapier nehmen, eine Seite nach unten, andere Seite dann gleich oben drauf, aber jetzt schon mal so ein bisschen vorarbeiten mit der Hand. Und jetzt geht es darum, eine ähnliche Fläche wie den Teig hinzubekommen, aber mit ein bisschen Rand an der Seite. Das heißt, zweites Backpapier drauf, am besten Nudelholz nehmen, haben wir mehr Fläche. Kann man jetzt auch hingehen, das einmal so ein bisschen lösen. Nicht wegschmeißen, brauchen wir noch. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir das Ganze miteinander vermehlen. Gleich hier oben drauf. Zieh die Folie etwas ab. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Überstand. Kann ich mir auch so ein bisschen beischneiden, sodass der Teig so ein bisschen rausschaut. Jetzt gehen wir hin. Mit Gefühl andrücken. Wir wollen den Teig fluffig lassen. Wir müssen das Ganze einmal aufrollen. Ein bisschen mit Gefühl, nicht zu fest drücken, habe ich gerade gesagt. Und so haben wir das jetzt schon fertig. Die Form nehmen und einmal draufkullern lassen und fertig. Bisschen zurechtrücken, Stollen abdecken, 45 Minuten ruhen lassen und am Ende der Zeit den Backofen auf 180 Grad vorheizen. 45 Minuten sind vorbei, der Teig ist wunderbar gegangen. Jetzt einfach in meinen vorgeheizten Backofen bei 180 Grad reinschieben. Nach 30 Minuten einmal checken, gegebenenfalls nochmal mit Backpapier abdecken. Und in der Zwischenzeit Mixtopf spülen, Küche aufräumen und Füße hoch.
50 Minuten sind um. Nächster Schritt, 50 Gramm Butter weich in Stücken in den Mixtopf geben. Das machen wir schon mal. Mixtopfdeckel aufsetzen, umdrehen, schmelzen lassen. Was ein Teil! Die Butter müsste jetzt geschmolzen sein. Schauen wir nach. Da-da-da-da. Butter ist geschmolzen. Und jetzt geben wir das Ganze einfach mal schön hier drüber. Schön bestreichen. Hat ein bisschen was, richtig weihnachtliche Stimmung. Ne? Und jetzt ist es ganz wichtig, dass der Stollen heiß ist, weil die Butter kann einziehen, Zucker, der kann sich noch mal so ein bisschen verflüssigen, also Puderzucker verflüssigt sich so ein bisschen, zieht richtig tief in den Stollen ein und das gibt ein mega Aroma. Der Marzipanstollen ist abgekühlt. Er ist vielleicht noch so ein bisschen handwarm. Das ist wichtig, dass auch jetzt die Butter und Zucker noch mal ein bisschen einziehen können. Jawohl. Abgekühlten Stollen. Noch mal die Butter oben drauf geben. Wunderbar. Und jetzt noch mal wirklich schön einstreichen, die Butter. Butter bringt Geschmack. Jetzt noch mal Puderzucker drauf. Das duftet so toll. Zu guter Letzt lasst den Marzipanstollen einfach noch mal 2 Wochen ziehen. Am besten ist es, wenn ihr den im November zubereitet. So habt ihr noch genügend Zeit bis Weihnachten. Also ganz am Ende noch mal ein bisschen ordentlich Puderzucker drüber, luftdicht verschließen, schön lagern 2 Wochen lang. Und für weitere Rezeptinspirationen klickt einfach hier.